Einen wunderschönen guten Tag zu Benjatui. Wir haben die erste Welt im Prinzip abgeschlossen. Minimale Kleinigkeiten fehlen noch, die wir erst später erledigen können. Also werden wir jetzt erstmal die zweite Welt freischalten, indem wir dieses Puzzle lösen. Puzzles Aufgabe. Oh, das ist schwer, das ist schwer. Keine Ahnung. Hier vielleicht? Nein, 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 nein. Hier? Nein, nein, nein. Da? Danke. Puh, mein Herz. Wer macht denn das so? Wer macht das? Lass mich überlegen. Hä? Das musst du eigentlich hier reinpassen. Hier kann es nicht hin. Ich bin verwirrt. Muss ich das etwa drehen? Ich mach das erstmal weg. Bin gerade sehr langsam unterwegs, aber zum Glück habe ich ja noch ein bisschen Zeit, weil das erste, das zweite Puzzleteil ist. Boah, bin ich schlecht. Das kann nicht wahr sein. Meinte ich mal erstmal hier. Hey, die ganzen Teile passen gar nicht. Das ist alles falsch. Moment! Ich habe mich voll Alter! Das fällt mir jetzt gerade auf. Ich habe die Teile, die schon drin waren, als fehlend gesehen und die fehlen als drin. Also alles falsch rum. Und das fällt mir jetzt erst auf. Aber Hauptsache, ich schaff's noch. Moment, ich hab mich schon wieder reingefallen. Boah! Warum sagt denn keiner was? Das ist peinlich, das muss ich rausschneiden unbedingt. Moment, hier rechts ist dazu. Ja, erstmal die Ränder, ne? Heißt's. Boah. Die habe ich ganz knapp noch geschafft. Ah! Mein Herz. Da habe ich irgendwie einen optischen Fehler in meinem Auge gehabt. Er hat Aufgabe 2 gelöst und wird ihm den Weg weisen. Wer hat die ganze Zeit gemacht? Das war der im Bild scheinbar. Aber der klang auch so wie der militante Maulwurf. Jamja heißt der, glaube ich, der mir die ganzen neuen Moves beibringt. Siehe die Macht des gewaltigen Puzzello. Ich sehe Exoland Plateau. Da kommen wir jetzt als nächstes offensichtlich hin. Und in dieser Mine gibt es die zweite Welt zu finden und jetzt auch zu betreten. Er ist in der Tat der Auserwählte. Er hat sogar genug Puzzlos für Puzzlos Aufgabe 3. Die mache ich jetzt und da werde ich mich jetzt ein bisschen besser anstellen, keine Sorge. Jetzt bin ich halt drin geübt. Das lasse ich nicht nochmal sowas passieren. Das ist der Zirkus, ne? Also der Freizeitpark. Jetzt nicht wieder drauf reinfallen. Da bin ich jetzt ganz dahinter. Jetzt habe ich schon diesen Grafikfehler nicht mehr, jetzt darf ich auch keine Scheiße bauen. So, da ist es doch. Alter, wie mich das verwirrt. Moment, dann ist es hier. Genau. Und das ist hier. Optische Täuschung. Aber das Bild bewegt sich auch. Das macht die ganze Sache viel schwieriger. Voll fies. So, da kommt dann. Ja, das haben wir jetzt souverän gelöst. Besser als das erste. Beziehungsweise das zweite. Nun wird ihm den Weg weisen. Das ist die Welt, die ursprünglich in Banjo-Kazooie rein sollte. Die war aber dann, glaube ich, zu viel. Die hat nicht mehr reingefasst. Deswegen haben sie die für Banjo-Tooie einfach genommen. Und ein bisschen merkt man es auch, denn die scheint sehr linear zu sein. Siehe die Macht des gewaltigen Puzzello. Und das ist Witchy World. Hexoland, Pinienlichtung. Da sieht man schon die Wildwasserbahn, Gefährte heruntergestürzt und geschlossener Eingang. Ja, das ist, glaube ich, sogar die einfachste Welt. Mit der ersten zusammen vielleicht. Aber recht linear, was sehr ungewöhnlich ist in Banjo-Tooie. Da ist nämlich alles normalerweise sehr riesig und verworren. Für Aufgabe 4 hat er nicht genügend Puzzlos. Kehre er zurück, wenn er genügend gesammelt hat. Werde ich dann tun müssen. Noch 3 fehlen mir. Und insgesamt gibt es 9 Puzzle
Aufgaben zu lösen, wenn ich nicht, mich da irre. Ich könnte jetzt schon zurückgehen, aber... Also zurück zum Spiral Mountain. Werde ich aber jetzt noch nicht tun. Ich möchte dafür noch mindestens einen Move dafür, damit ich da weiterkomme. Eigentlich sogar zwei. Dann kann ich da einiges auf einmal lösen. Und erst nach der dritten Welt brauche ich, muss ich eigentlich jetzt hin. Denn dann lohnt es sich auch wirklich. Denn danach kommt eine Wasserwelt und da will man durchaus diese schönen Sachen haben aus Spiral Mountain. Magische Klaumos findet man meist in der Nähe von Mumbo Jumbo und Humba Wumba. Mumbo Jumbo heißt der, okay, das war mir noch nicht klar. Aber weil Wumba Humba halt auch so ein Doppelname ist, mussten die das scheinbar noch einbauen. Ja, seitdem ich über Kopfhörermusik höre hier, also so richtig, auf beide Ohren, muss ich immer mitzummen, das ist schlimm. Aber die Musik ist einfach so schön. So, das sind wieder diese Trennplatten, die kennen wir schon. Die können wir nur noch nicht nutzen. Da oben geht es dann später weiter. Wenn wir diesen Move eben nutzen können. Und hier gibt es Noten. Und in diesem Gebäude... Ah! Vier leere Honigwaben. Das reicht hoffentlich, um in diesem Gebäude meine Energieleiste zu erweitern. Wie Herzcontainer sind es. Honigbienisheim. Die fliegt da einfach rum, ne? Die steht da nicht. Hey, große Bär, ich bin Honigbiene, Herrin des Honigs. Oh, hättest du nicht Herrin der Puzzles sein können? Das hätte euer Abenteuer zu einfach gemacht. Jedenfalls kann ich euch extra Energieeinheiten für Leerhonigwagen geben. Ich schätze, das ist besser als gar nichts. Sei nicht so unhöflich, Kazooie. Oh, verzeih, Wespendame. Ich bin Honigbiene, eine Biene, keine Wespe. Aber natürlich, Honig ist mir. Kazoo ist die Beste. Du hast genug Honigwaben für zwei weitere Energieeinheiten. Ha, wie geil, mit ihrem Lippenstift. Willst du tauschen? Wieso fragt sie mich das? Natürlich. Was soll ich denn sonst machen? Sicher, Süße. Dann wirf mir deine Honigwaben her, oh großer Bär. Voll in den Schritt. Hier ist deine extra Energie. Yippie. Ja, aber das nimmt halt exponentiell zu, die Notwendigkeit. Also jetzt brauche ich schon 5 Leerhonigwaben für die nächste Einheit. Und insgesamt gibt es halt nur noch 3 zusätzliche, die man erlangen kann. Die werden wir uns alle holen. Das wird aber bis zur letzten Welt dauern. Jetzt am Anfang ging das schön schnell noch, eine neue Honigwabe zu bekommen. Das ist jetzt aber das einzige Mal gewesen. So... Ich habe sogar genug Noten für einen neuen Move. Feuereier! Nun lernst du was, das musst du kennen! Mit Eiern zu schießen, die knistern und brennen! Ja, das war eine schöne kurze Erklärung und wie man Eier schießt an sich, weiß ich ja zum Glück. Ach, es geht noch weiter. Ein brandneues Ei, du jetzt hast erhalten! Nun lerne, was zu Feuer, du musst schalten! Drückst du eher, stehen alle Eier zur Wahl! Zum passen Ei drücke, ja, und schieße los. Das war dann alles. Weggetreten! Im Prinzip kann ich den Move dann so mit R soll ich wechseln, ja. Und dann kann ich nochmal schießen. Haha, auf Anhieb getroffen. So. Hier, man hört es schon, befindet sich ein Shinjo, den wir jetzt leider noch nicht befreien können. Aber. Wir holen uns noch diese Note. Ein sehr düsteres Wetter, oder? Ist es? So scheint's. Dunkle Wolken über dem Land, wo die Shoshone schön wohnen. So. Ist da noch... Ah ne, das ist der Teleporter. Ich dachte gerade, das wäre normal, dieser Maulwurf-Hügel aus Metall. Der ist aber da hinten gewesen. Und da scheint gar nichts hier zu sein, außer Federn. Und ich brauche höchstens noch Gold, ne? Ich glaube, die habe ich auch nie eingesetzt in diesem Spiel. Bevor ich jetzt in die zweite Welt gehe, gucke ich mich noch ein bisschen weiter um hier. Ich habe jetzt die Feuereier und kann somit das hier aufmachen. Und treffe sogar auf Anhieb. Skillshot. So, der Grabbohrer.
führt hier weiter. Und wir verfolgen ihn. Vielleicht können wir die zweite Welt ja überspringen. Nee, das wird nichts. Wäre ja auch doof. Macht ja richtig schön Spaß. Wumba Wumba, Pinienlichtung. Die sind zu klein, da muss man ganz winzig springen, wenn man diese Attacke machen will. Oder man macht es einfach so. Gut, da waren Noten. Und jetzt kriege ich gleich nochmal einen neuen Move, wenn ich genug Noten haben sollte. Ich hoffe es doch. Und? Oh yeah. Granateneier. Diese Eier explodieren wie Granaten. Zu sicheren Abstand würde ich dir raten. Nicht nochmal erklären alles, bitte. Nicht wie bei den Feuereiern. Nein. Er macht das tatsächlich, oder? Nein, zum Glück nicht. Das ist dann alles. Weggetreten. Aua, Genickbruch. Tja, typisch Soldat, ne? So, da unten braucht man diesen einen besagten Move, den ich auch für das Spy Mountain dann erst noch haben will. Den kriege ich, wo kriege ich den denn? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den kriege. Ich glaube der zweiten Welt. Nein, gar nicht. Irgendwann später. Ja, wir werden ja sehen. So, jetzt konnte ich sogar in die dritte Welt. Oh, was wäre denn? Dieser verwunschene Drache. Ich wollte mir mal hier ein bisschen angucken, was da. Oh, ich darf nicht. Komm her, du. Der klingt fast genauso wie dieses grüne Monster. Ich habe keine Lust, eine andere Stimme da einzusetzen, scheinbar. Flume of Doom, out of order. Das klingt ja sehr einladend. So, 25 Granateneier kann ich nur dran. Ah, diese Musik ändert sich schon wieder. Hat er so Armband-Eisenschienen, so wie so ein Militarist? Komm mal her, du. Erlöse dich von deinem Leiden. Was steht hier? Die Geschäftsführung übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch betriebseigene Taschendiebe. Jeder Besucher, der die Nutzung der Attraktion überlebt, ist berechtigt, dem Hexex-Park Fanclub beizutreten. Aktuelle Anzahl der Clubmitglieder 0. Sehr vielversprechend. Dann kann ja der Anführer werden. Aufgrund eines alarmierenden Sicherheitsberichts ist der Hexex-Park vorübergehend geschlossen. Sobald die Behörden bestochen wurden, wird der Park wieder eröffnet. Danke sehr. Das Bestechen war nicht notwendig. Ich habe das Puzzle gelöst. So kann man auch Parks wieder eröffnen. So, da ist Wumba. Die sagt uns einfach nur, dass wir einen Mega-Clover brauchen. Dann verwandelt sie uns in was Spezielles. Da ich noch keinen habe, ignorieren wir das für den Moment. Und gehen jetzt doch erstmal in die zweite Welt. Schöner Reihe nach. Das kommen wir dann nicht weit in der dritten Welt. Das lohnt sich dann auch nicht groß. So, das ist auch eine interessante Musik, die es hier gibt. So, Western-Style. Aber mit diesem Bild hier, Klunkerkluftmine. Glittergallschmein steht da drüben auf dem Holzbalken drauf. Also englische und deutsche Titel kennen wir jetzt. Und das Level selbst lernen wir dann beim nächsten Video kennen. Bis dann!